Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Town of Salem Ranked und zwar als Doktor. Ich habe eben schon eine Runde gespielt, da war ich Survivor, habe die überlebt, sau die geile Runde im Ranked, aber nein, Dextery hat beschlossen, die Runde haben wir nicht aufgenommen. Ich sag, okay, nehmen wir halt noch eine Runde auf. Diesmal Doktor. Mal gucken, ob das genauso gut läuft wie eben. Ich bin ein bisschen verkatert. Gestern den Geburtstag von einer Freundin reingefeiert und ja. Gucken, ob ich trotzdem noch genug Brain Power aufbringe, aber ich denke schon. Ich denke schon. Ja, Giacomo Molnar. Der Doktor. Ganz wichtig, natürlich auch alles Noobs außer Mutti. Warum schreibe ich eigentlich das U immer groß? Weil es für Gold steht wahrscheinlich. So, wir müssen uns jetzt jemanden aussuchen, den wir healen wollen. Artappel, Lord Potato, Shady, Jon Snow oder Sasha Grey. Einen von beiden. Pornodarstellerin Sasha Grey. Ehemalige Pornodarstellerin, glaube ich. Ich glaube, die ist in die richtige Branche, also mit Schauspiel, umgestiegen. Bin mir jetzt aber nicht so sicher. Also, ich würde sagen, schreibt es in die Kommentare, aber Kommentare über Pornodarstellerin, ich weiß nicht. Okay, ich habe den Veteran gefunden. Das läuft ja schon super gut. Und bin tot. Ja. Sasha Grey, der Veteran, bringt nicht andere Leute zum Schießen, sondern schießt selber. Premium. Premium. Erste Nacht tot. Geile Aufnahme. Vielleicht werde ich ja wiederbelebt. Ich glaube aber irgendwie nicht dran. Aber Sasha Grey ist... Hat der Transporter mich etwa umgebracht? Oha. What the fuck? Hä? Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Warum stand da ein falscher Name drin? Und... Okay, wurde ich transportiert? Okay, Mail ist auch da, Art Apple. Aber Sascha ist tot. Okay, ich muss jetzt nachdenken. Wird mein Gehirn ein bisschen angestellt. Ich habe Sascha berührt und bin gestorben. Wurde ich transportiert? Nein, ich wurde nicht transportiert. Aber der Transporter starb auch. Sprich, der Transporter und ich haben beide den Veteranen besucht. Das heißt, Sasha Grey war nicht der Veteran, sondern wen auch immer. Dann fragen wir erstmal nach. Sasha Grey hat einen Fake-Will, okay, dann wäre das schon mal geklärt. Okay. Okay. Das ist alles sehr verwirrend. Ich hoffe, die Town kann hier mal ein bisschen Action schieben. Medium. Yay. Ja, es gibt ein Medium. But. Gut, wahrscheinlich tauscht der Disguise jetzt wieder. Okay, Elspeth war der Amnesia. John ist Veteran, okay. Okay. Das Ganze ist interessant. Elspeth Graves ist natürlich tot, aber ist wahrscheinlich wieder neu disguised. Ja. Oder ein Transporter hat gut mitgespielt, aber das glaube ich jetzt nicht. Village Trunk. Okay, Village Trunk ist jetzt der neue Disguise. Okay.
Okay, jetzt sollte man, aber... Komm schon. Hängt ihn. Bringt ihn um. Nein, Elsbeth war kein Troll. Der Mayor ist auch noch doof. Village Drunk ist ein Disguiser. Er heißt Village, nicht Village, aber okay. V und B liegen nebeneinander auf der Tastatur. Ist in Ordnung, kann mal passieren. Okay. Ihr braucht keinen Proof. Er ist fucking Disguiser. Jon Snow ist nicht Disguiser. Village Drunk bringt ihn um. Ja, komm, schön, voten. Einer geht noch gut. Umbringen, los. Das ist zumindest schon mal einen von 3 bis 4 Mafia weg. Ich meine, es gibt noch vielleicht einen vierten. Und es gibt halt einen Aso. Ich meine, Random Town ist weg durch den Mayor. Weil wir haben 2 Transporter, also 2 Supportrollen. Und Mayor ist ja auch eine Supportrolle. Wobei es soll ja angeblich 3 geben. Das wiederum würde heißen, einer davon ist halt Annie oder Mayor ist Annie, ist ja egal. Wenn es halt wirklich 3 gibt. Ja, bringt ihn um. Klar ist der Guilty. Der ist Disguiser. Ich meine, Sascha Crays Wille hat da ein bisschen Verwirrung reingebracht, verständlicherweise. Aber es sollte ja trotzdem möglich sein, ihn jetzt umzubringen. Ja, Village Drunk, weil du da oben stehst, du Vollpfosten. Du kannst dich ja schlecht selber Guilty oder nicht Guilty voten. Übrigens hier letzte Runde, wo ich so geil das Survivor überlebt habe und gespielt habe, gab es einen interessanten Vorschlag, dass man es so macht, dass der Mayor, sobald er revealed hat, nicht mehr wispern kann. Damit er einfach dieses Mayor-Game, dieses typische, halt keine Chance mehr hat. Ich meine, auf der einen Seite interessanter Vorschlag, auf der anderen Seite auch irgendwie nicht so geil, aber kann man mal drüber nachdenken, finde ich. Ja, da ist ein Medium, das, ja. Können wir mal fragen, wer es ist. Jetzt sagen sie ihm hier. Okay, Village Idiot ist das Medium. Gut. Wissen wir schon mal ein bisschen was mehr? Wenn er oder sie jetzt nicht tot ist. Ah, niemand ist gestorben, finde ich gut. Finde ich gut. Amnesiac hat gelieft. Ah, ist ja in Ordnung, kann man ja mal machen. Da. Eine sie, eine weibliche Idiot. Lord Potato wurde 2-mal gedaust. Ja, vielleicht war das beim ersten Mal mit dem Transporter, das kann ja sein. Hatte der Kratos, glaube ich, auch geschrieben, dass er irgendjemanden mit dem Potato getauscht hat. Daher macht Sinn. Gut. We'll get you first. Also letztes Mal auch, da hatte Aso hat dann irgendwann gefunden. Aber nichts passiert. Gut. Art Apple. Kies wird gehängt. Warum? Das habe ich jetzt nicht so genau mitbekommen. Okay, er ist einfach der Nächste, der... Achso, weil er nichts geclaimt hat. Ja, Chester ist durchaus möglich. Das Natural Evil ist noch da. Hexe wurde bis jetzt nicht raus. Also hat keiner gesagt, dass es eine Hexe gibt. Daher ist das durchaus möglich. Jon Snow, ganz hier, im Snow-Kostüm. Der alte Yeti. Gut. Keys wird jetzt hier gewotet. Finde ich in Ordnung. Ist jetzt auch tot. Bin mal gespannt, ob Jester oder nicht. Okay. Okay, was ist er? Man hat auch nichts geclaimed. Jester dürfte jetzt eigentlich die Nachricht schon kommen. Sprich, die Chance ist gut, dass er Mafia ist. Godfather. Okay, er hat behauptet, Deodat Lawson ist Mafioso. Falls das wirklich ist, wird er reported.
was nicht so ist, ja, dann halt nicht, ne? Weil behaupten kann man viel. Okay. Wildschwank sagt hier schon, du Arschloch im Prinzip. Ist die Frage, ob er jetzt halt nur drauf eingestiegen ist, oder halt nicht. Und ich meine, den Aso gibt es immer noch. Aber bis jetzt sind nur drei Townies tot. Das ist jetzt nicht so schlecht. Damit kann man leben. Und es sieht nicht schlecht aus für uns. Es sieht nicht schlecht aus. Okay, der wird beim Jailer umgebracht. Oh, oh, oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Ja. Oh, der Veteran ist tot. Jon Snow, Veteran, war ja klar. Das war ja schon besprochen relativ am Anfang. Und? Ja, der Rest dürfte vom Aso gezündet sein. Okay, der Meer, klar. Spy, sorry. Ich habe nur Mayor gelesen, Mayor, Maynard und ja. So, hat er noch irgendwas Interessantes? Okay. KGXKWK wurde vom Jailer umgebracht. What the fuck? Hat. Achso, ja. Nein. War gerade kurz verwirrt wegen dem Fake-Willen, aber ist ja nicht so. Gut, das heißt, da stehen jetzt noch zwei Townies. Ein Arsonist und ein Mafioso. Zwei Spies auch noch. Alter, was eine Runde. Zwei Transporter, zwei Spies. Scheiß Zusammensetzung. Für ein Dings, für ein. Aber der Jailer lebt noch. Am geilsten wäre es, also jetzt müssen sie einen von den beiden halt hängen. Am besten den Mafioso. Und dann ist es gewonnen. Okay. Der Mayor hat beschlossen, Art Apple ist der Nächste. Ich find's krass, dass die den Mayor nicht umbringen, weil ich meine, da kann es nur durch den Annie noch ein Dings geben, ein Bodyguard. Also ich würde das Risiko eingehen. Aber ich meine, da stehen jetzt noch Mayor und Jailer. Das ist geil. Village Fund, woher soll der Mayor denn protected sein? Oder sind noch drei Townies? Sorry, habe ich mich vertan? Oder halt zweimal fair. Okay. Okay. Die Nachbarn fangen wieder an zu sägen. Finde ich geil. Finde ich geil. Die machen das auch nur, wenn ich aufnehme oder wir draußen sind zum Essen. Die machen das nicht bei anderen Sachen. Okay. Gut, Samuel Paris wird umgebracht. Okay, die gehen davon aus, dass der Jailer den Mayor protectet. Das macht er aber nicht, aus dem einfachen Grund, dass der Jailer ja gerade den KGXKWK umgebracht hat. Ja, jetzt müssen sie den letzten Bösenwicht noch mitnehmen, was nicht mehr so schwer sein dürfte für den Jailer, weil er hat nur zwei zur Auswahl. Einer davon ist Mafia, der andere nicht. Oh, außer es sind beide Mafia. Dann könnte die Mafia noch gewinnen. Jailer muss jetzt einen umbringen. Okay, wir können ja mal fragen. Ah ne, Medium steht da ja noch. Easy, es sind nicht beides Mafia. Bin ja blöd. Klar steht da Medium noch. Das heißt auch, Annie. Ja, okay, geil. Town hat gewonnen. Town hat gewonnen. Sehr schön. Wir haben damit zwar nicht viel zu tun, weil wir direkt am Anfang gestorben sind, aber Mayor, Jailer und Medium haben das schon gemacht. Es gibt nur noch einen Mafia.
Jon Snow schreibt hier großartig, der soll Deodat töten. Ich weiß nicht, wer das lesen soll, aber ja. Ja, Deodat Lawson ist tot. Und damit dürfte das Ganze vorbei sein. Und? Ja, Jella hat es gemacht. Jella wird nicht den Meer umbringen. Da steht er ja auch noch. Und Idiot auch. Das heißt aber, der Kies, der hatte gesagt, dass der das ist, oder? Hier kurz mal hochscrollen, wenn wir das letzte Mal abgestimmt haben, wen man zu töten. Hier, ja, Deodat Lawson ist gut. Dadurch wird der Kies jetzt reported. Also Game Throwing vom Feinsten. Egal, wir haben gewonnen. Auch wenn wir nicht viel damit zu tun hatten. Ach, schade, dass ich die letzte Folge nicht aufgenommen habe. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Town of Salem. Rankt euch bis dahin eine schöne Zeit und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Bye, bye.